Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Darkest Dungeon und unserem nicht so ganz sonnigen Dorf, das hauptsächlich aus praktischen Gebäuden besteht und eher weniger aus Wohnhäusern. Aber wer braucht schon Wohnhäuser? Im Endeffekt wollen wir doch alle nur in irgendwelche Dungeons rein und müssen nirgends wohnen. Eine Taverne reicht uns. Wir schauen nochmal ganz kurz, ob wir irgendjemand Neues bekommen haben, der nutzvoll ist, aber leider nicht. Gut. Des Weiteren hat mir unsere Aberlest, wenn ich sie denn finde. Du bist die Aberlest, oder? Ja. Und zwar hat mir Brimon gesagt, Brimo, Entschuldigung, wie sie denn tatsächlich heißt. Und der richtige Name gefällt mir wesentlich besser. Und zwar ist ihr Name Suki. Viel, viel schöner. Auch wenn Suki fix und fertig ist. Aber da kann Suki ja auch nichts dafür, ne? Okay. So. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe, wen wir mitnehmen. Aber wir schauen mal. Der Gedächtnis ist super, ne? Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir gesagt haben, wir möchten Shati wieder mitnehmen und sie da, anstatt die beiden. Ja, so, Shati. Dann nehmen wir dich da mit. Okay, du willst nach ganz vor. Oh, warte mal. Das funktioniert doch gar nicht so, wie ich das wollte, oder? Ich wollte die Schildbrecherin nehmen. Dann wollte ich ihn eigentlich auf dem zweiten Platz haben. Aber Shati ist ganz gern auf dem zweiten Platz. Übrigens, Ginger, danke für den Tipp mit den Hundeknochen. Ich vergesse die jedes Mal. Ich weiß, dass sie existieren. Ich weiß, dass ich sie vergesse. So wie letztes Mal. Ich will eigentlich dich da mitnehmen. Kannst du gut von der dritten Position? Das Einzige, was du da nicht kannst, ist den Klauenhieb. Okay, Rage kannst du dann auch nicht. Und du kannst... Okay, die zwei kannst du nicht, aber du kannst das ganz normale. Du kannst dich verwandeln. Du kannst jemanden fesseln. Du kannst Giftschleim machen. Du kannst dich selbst heilen. Und entstressen, was ziemlich cool ist. Aber dafür ist es weniger geeignet. Warte mal. Shati, was kriegt man bei dir hin? Pistolenschuss kannst du von der dritten Position. Streuschuss von der dritten. Oder du kannst auch alles von der dritten. Hä? Was erzählt mir das Ding? Doch wunderbar. Hier ist doch perfekt. Perfekt. Oh. Oh. Ja, gut. Mit dem Unterschied, dass Kleriker wohl standardmäßig eher nicht so von Unholden begeistert sind, ne? Aber ich will einen Heiler haben. Ich brauche einen Heiler. Dementsprechend könnten wir ihn wieder mitnehmen. Ach ja, ihr seid ein altes, eingesessenes Team, nicht wahr? So, du bist am besten von ganz hinten, richtig? Perfekt. Ja gut. Dann eben so. Das ist der dunkelste... da wollen wir noch nicht hin. Soweit ich weiß, ist das dann eher, genau, Stufe 6. Wir können... Haben wir irgendwas, wo wir gerade was Mittigeres machen können? Im Wald zum Beispiel. Du wärst mittel. Du wärst kurz. Mittel klingt cool, ne? Oh, apropos, haben wir nicht Items bekommen? Warte mal. Was haben wir denn da so? Mehr Widerstand gegen Sachen? Ich habe so das Gefühl, das wäre gut für unsere Heilerin. Einfach nur, dass sie ein bisschen besser überleben darf. Okay. Wir schwächen die Gegner nicht gerne, vor allen Dingen nicht für weniger Geschwindigkeit. Und immer bist du mir egal. Okay. Lassen wir einfach mal so stehen. Jetzt ist die Frage, möchten wir in die Ruinen? Oder möchten wir in den Wald?
Oder vielleicht uns die Meereshöhlen das erste Mal anschauen. Wisst ihr was? Er ist Stufe 0. Wir gehen ins Labyrinth. Machen wir nicht jemanden gehabt, der... Bist du nicht im Labyrinth besser? Du machst mehr Schaden im Labyrinth. Vielleicht nehme ich dich anstatt dem Seuchendoktor mit. Und anstatt Schwächen nehmen wir doch wieder die Hetzjagd mit. Na, wobei, wir wissen ja nicht, was wir... Vielleicht kommt der Minotaurus vorbei. Der wäre geschwächt gar nicht mal so schlecht. Dementsprechend wäre es vielleicht bei dir auch gar nicht so schlimm, wenn wir dir eine bessere Chance fürs Schwächen geben. Dann hast du weniger Geschwindigkeit. Das heißt, du bist seltener dran. Das ist uncool. Ach, weißt du, das passt mir so. Wir nehmen dich mit. Sorry, Pestdoktor, aber ich mag den Hundemenschen. Und wir kriegen ein Wappen des Ritters für unseren Kreuzfahrer, dass der mehr HP bekommt, ohne dass es irgendwas wegmacht. Perfekt. Lasst uns rein. So, das ist wieder kurz. Das heißt, wir nehmen wieder mit. Dann nehmen wir einen Schlüssel mit. Mehr haben wir nicht gebraucht. Definitiv die 12 Nahrung. Am liebsten noch mehr. Und letztes Mal haben 8 Fackeln, 9 Fackeln waren zu viel sogar schon, ne? Ein Weihwasser nehmen wir mit und definitiv 2 Bandagen, weil letztes Mal war uncool. Und ein Gegengift. Es kostet alles nicht so viel, das ist mir relativ egal. Und wir kriegen ja Geld wieder, wenn wir es nicht brauchen. Aber lieber vorbereitet sein, bis wir wissen, was es so im Labyrinth gibt, anstatt darauf verzichten zu müssen. Und als allerletztes noch schauen, dass wir die richtigen Fähigkeiten haben. Jo, haben wir. Okay. Na dann. Bin ich gespannt. Ich kenne persönlich das Labyrinth übrigens auch nicht. Wie so ziemlich fast alles in dem Spiel. They breed quickly down there in the dark. But perhaps we can slay them even faster. Okay, so, wir müssen 100% der Raumkämpfe abschließen. Wir wissen natürlich nicht, was in dem Raum hier ist. Deshalb, ungünstig, wir haben zu wenig Fackeln dabei. Oh, okay, du bringst schon mal ein bisschen Glück. Oh, Bücher. Bücher sind nie was Gutes. Wir lesen sie mal. Ja, war klar. Und wir haben den Gegner leider nicht überrascht. Na gut. Aber wir weichen erstmal aus. Das ist ein sehr guter Start. So. Die haben 15 HP. Und soweit ich weiß, stressen die Leute wahnsinnig rein. Vor allen Dingen der da. Daher ist meiner Meinung nach das Beste, was wir tun können. Macht nur maximal 11 Schaden mit Glück. Das macht bis zu 9. Aber der Hundemeister kann den dann am Ende ausschalten. Alternativ können wir... Okay, das macht fast gar keinen Schaden. Ich glaube, wir versuchen den da hinten so schnell wie möglich auszuschalten. Kriegt der Hundebiss denn? Okay. Wenn wir jetzt einen Hundeknochen benutzen. Wir verschwenden jetzt einfach mal einen. Und schauen, wie viel Schaden mehr das jetzt macht. Wesentlich mehr. Gut. Their formation is broken. 50% Schaden. 50% ist ziemlich viel. Sehr schön. So. Was können wir denn jetzt mit dir machen? 5 bis 10 Schaden plus 2 pro Runde für Gift. Oder durchbohren, macht aber nicht mal so viel Schaden wie der Kuss der Natter. Gehen wir davon aus, das ist die Hauptfähigkeit. Deshalb ist die auch nur von vorne zu machen. Aber machen wir mal. So, er ist jetzt nach hinten gegangen, aber das macht erstmal nichts. Der Richtspruch kann mit Glück jemanden töten. Oder wir versuchen, den am Ausweichen zu hindern, dann kann er ihn töten. Okay, gut.
So, das ist okay. Du gehst auf unseren Schildmenschen. Unser Schildmensch ist ja relativ gut mit Abwehr. Wir sind alle gut mit Abwehr anscheinend. So, du kannst jetzt ihn durchbohren. Sehr schön. Und du kannst 6 bis 11 damit und Blutung. Und damit kannst du nicht, weil es nur auf die hinteren geht. Okay. Wow. Respekt, guter Schaden. Unsere Klerikerin macht den Rest. Continue the onslaught. Destroy them all. Und als Belohnung bekommen wir 500 Goldstücke in Zitrin und ein bisschen Jade. Für noch mehr Gold. So, was finden wir jetzt hier? Okay, es hat sich gelohnt, dass wir hierher sind. Und wir haben den Gegner überrascht. Sehr gut. So, schau mal, du hast keine Fähigkeiten. Du greifst nur an. Du greifst anscheinend auch nur an, aber du bist ein Trommler. Wie wir so von Spielen kennen, denke ich mal, dass Trommler die anderen verstärken. Okay. Okay, du hast aber nur viel HP. Du musst wahrscheinlich... Du da bist ein Meuchler. Ich gehe mal davon aus, dass ein Meuchler sehr viel Schaden macht. Können wir alternativ einen anderen töten? Nein. Aber das sind so viele Gegner. Stärk dich mal mit mehr Schaden und Kraft und so weiter. Oh, und beim Stärken kannst du sogar noch Schaden machen. Na, geh auf den da. So. Du versuch mal bitte. Steht da irgendwo, wie viel Schaden die machen oder nur wie viel Abwehr die haben? Okay. Stun mal bitte den Spalter. Schaffst du das? Oh, es ist ja gar kein Stun, es ist ja Schwächen. Aha. Ist aber halb so wild. Unser Hund ist immer noch für 2 Runden stark. Dementsprechend können wir mit ein bisschen Glück den Trommler ausschalten oder fast zu 100% den Meuchler. Nimm mal den Meuchler raus. Sehr schön. So, der macht keinen Schaden mehr. Offensichtlich. Du könntest damit... Aber du könntest die jetzt alle pfählen. Macht nicht viel Schaden. Ich glaube, wir kommen am besten, wenn du auf den da gehst. Den da vergiftest. War nicht so eine hohe Chance, ich weiß. Aber hätte klappen können. Okay. Okay, du bist gezeichnet. Au. Jetzt sind sie aber sauer, die Schweine. Wow. Okay, kannst du den da rausnehmen? Nicht ganz. Kannst du den da rausnehmen? Auch nicht ganz. Aber du kannst ihn genügend beschädigen. Das ist ein Pfählen, den eventuell demnächst tötet. Und wenn du dem Blutung verursachst... Okay, ist der auch tot. Sehr gut. Der geht es nicht so gut. Als allererstes mal Blutung weg. Und... Naja, rein theoretisch müsstest du wieder eins nach vorne gehen. Und dir geht es nicht besonders gut. Daher benutzen wir jetzt einfach mal den Schlangenschwung. Damit gehst du nach vorne und blockst die nächsten Angriffe. Genau. Token zum Blocken von Schaden durch Aegis-Token, wie auch immer, absorbieren 100% des physischen Schadens. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch einmal im Dungeon allgemein benutzen kann oder noch einmal im Kampf, aber das werden wir ja sehen. Und du musst definitiv heilen. Sehr gut. So, wenn er jetzt noch rankommen würde, noch nicht. Okay. Okay. Du kannst den Trommler ausschalten. Confidence surges as the enemy crumbles. Sehr schön.
Pfählen wird nicht genügend Schaden machen, um die Leichen wegzubekommen. Daher mach einfach das da. Das reicht auch nicht. Na gut. Hundemeister. Sorge er doch bitte dafür, dass... Nevermind, du triffst nicht. Du darfst wieder heilen. Es ist so viel angenehmer mit einer Heilerin. Oh mein Gott, ist das besser. Weißt du was? Pfähl mal. Dann machst du dem hinten noch Schaden und der ist trotzdem tot, der Körper. Beziehungsweise weg, wie auch immer. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Dieser Stress, ey. Hundemeister? Boah, ich könnte den jetzt quälen. Machen wir auch. Du gehst wieder an die Position, an die du gehörst. Und du... heil doch nochmal alle gerade. Vielleicht machst du es ja kritisch und entstresst die Leute noch ein bisschen. The wounds of war can be healed, but never hidden. Sehr schön. Und du kannst sogar noch zuschlagen. Okay, wir bekommen wieder einen Haufen as Geld in Form von Sachen. So too will resistance. Und hier ist eine Truhe, für die sich ein Schlüssel lohnt. Wofür wir... Wow. Okay, das ist genial. Ein Porträt, schön und gut, aber nochmal 4 Wappen und 4 Urkunden. Gerade Urkunden benötigen wir, um den Schmied aufzurüsten. Sehr gut. So, jetzt gehen wir langsam zurück. Auf einmal ist da eine Falle. Ich verstehe. So, wer hat die höchste Chance? 60, 90... Weißt du was? Entstressen wir dich gleich mit der Falle. Perfekt. So, der Raum ist ja leer, das wissen wir ja. Und jetzt hoffen wir mal, dass das da ein Scout-Raum ist. Dann sehen wir nämlich, in welchen von denen wir einen Kampf finden. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. War die Falle zu sehen? Schwören können, ich habe keine Falle gesehen. Aber was weiß ich denn? Das ist natürlich kein Scout-Raum. Dementsprechend gehen wir gleich den Weg, der lang ist, aber trotzdem relativ tief. Okay, ich glaube, meine Leute sehen die Fallen nicht, oder ich bin komplett blind. Also ich weiß ja, dass ich blind bin, aber nicht so blind. Kann es sein, dass man manchmal die Fallen nicht sieht, wenn der Skill nicht hoch genug ist? Mondscheinfass. Klingt nach Weihwasser. Nicht? Will ich dich was trinken lassen? Ah, komm. Achso, da ist nicht mal was. Na gut, okay. Dann trinken wir halt nichts. Ja. Seht ihr, guter Instinkt. Okay, die müssen weg. Das sind die schlimmsten von allen. Weil die Leute so dermaßen stressen, dass die komplett in Panik verfallen. Ach ne, es ist der da hinten, nicht der da. Aber der ist trotzdem nicht cool. Vampirgeister ist eine Krankheit, nehme ich mal an. Auf jeden Fall eine, die nicht cool klingt. Chatty... Töte den. Press this advantage. Give them no quarter. Sehr gut. Nochmal sehr gut. Hundemeister. Weißt du was? Bevor wir die Knochen verschwenden, kannst du den da rausnehmen? Kannst du den? Den könntest du rausnehmen. Versuch's mal. Sehr gut. Du könntest heilen. Könntest alternativ aber auch eins dann. Der hat nur 25%ige Chance zu widerstehen. Stun den mal. Wann merke ich mir eigentlich, dass es kein Stun ist? Okay, ich bin sehr froh, dass ich ihn geschwächt habe. Hätte ich ihn nicht geschwächt, wäre das sehr schief gegangen. Des Weiteren bin ich sehr froh, Bandagen mitzuhaben.
sehr, sehr froh in der Tat. Ich glaube, ich sollte bei ihr den Stun wieder mitnehmen, nicht das Schwächen. Ich glaube, wir sollten heilen. Ist aber nur so eine Idee. Kriegst du den raus? Den kriegst du vielleicht raus. Sehr gut. Okay, das wird jetzt geblockt. Perfekt. Okay. Der wird jetzt vorgezogen, aber hat sich dem widersetzt. Was auch genial ist. So, du kannst hier gerade nicht viel machen, also fehle einfach mal. Und Shatti darf gehörig zuschlagen. Sehr gut. Okay. Success so clearly in view. Oh, nochmal 4 Wappen. Okay, wir könnten jetzt ins Dorf zurück, aber sind wir mal ehrlich, wir sind erst hier. Wir können mindestens noch eine Falle. Das war jetzt eigentlich ein Scherz. Kann irgendjemand von euch bitte gut im Fallenfinden sein? Das wäre wirklich hilfreich. Oh wow, du kannst sie ja fast schon töten, einfach so. Okay. Du solltest dich, glaube ich, mal so ein bisschen blocken. Hundemeister. Kann Dinge tun, die ein Hundemeister nun mal so machen. Versuch mal dein Glück mit dem da. Oder entstressen. Okay, kann er mitleben. Mortality clarified in a single strike. Bist die erste Runde dabei. Du kannst direkt schon danach ins Kloster oder sonstiges. Oh wow, nice. Das war ein guter Heilung. Das ist Prozess. Heilung ist Prozess. Ja, ja. Im Moment, wo du nicht weißt, was du gerade sagen wolltest und dann irgendwas noch fertig redest. Sehr schön. Zwar ein kritischer Treffer, deshalb ist auch da keine Leiche. Und Shatti. Ja, danke. Ich weiß, ich kann Gifthauch heilen, aber. Blub. Töte den. Och, Shatti. Habe ich jetzt aber mehr von dir erwartet. Das hat mich aber enttäuscht, mein Freund. Einmal die Gruppe. Um 1. Sehr gut gemacht. Du hast das Minimum geheilt. Ich bin stolz auf dich. So, noch ein bisschen Geld. Brought low and driven into the mud. Schauen wir mal, was wir hier noch so finden. Okay. Dann lohnt sich die Schaufel wenigstens auch. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Und wir finden noch ein paar Spinnen. Die uns mal eben betäuben. Sehr gut. Warum könnt ihr eigentlich von ganz vorne, ganz hinten zubeißen? Das ist unfair. Wir haben 7 HP, das macht 6 bis 11. 6 bis 11, ne? Executed with impunity. Shatti, ich bin stolz auf dich. Wieder eine 1. Du bist ja richtig gut im Heilen heute. Na, schaffst du das? Eher nicht. Dann kriegst du noch einen zweiten Versuch. Sehr gut. Bin stolz auf euch. Shatti, es hängt wieder an dir. Ich verstehe. Ah, okay, du willst ihn zum Bluten bringen. Nee, ich kann das respektieren. Du willst ihn büßen lassen. Es ist komplett okay. Deshalb darf auch der Hundemeister eben entstressen. Ich
kann das komplett respektieren, dass du die Gegner ausbluten lassen möchtest. Würde ich auch so machen an deiner Stelle. Nach all dem. Schön. Ihr könntet langsam mal Hunger bekommen, das wäre hilfreich. So, was haben wir hier? Ach, hier ist ein Erkundungsraum, na sehr schön. Wir gehen die zwei Kuriositäten und die Falle noch mit. Danke, Shatti. Der wird jemand jetzt schon zu einem Liebling. Und in der Kiste findet er auch noch. Oh, ist ja göttlich. Jetzt lassen wir sie wieder trinken. Perfekt. Säufer. Ja, sag ich ja. Na warum nicht? Aber gut, damit hätten wir jetzt hier alles und können zurück ins Dorf aufbrechen, ne? Some experiments should have never happened. You are doing just work ending them. Wow. Okay, schaut euch das mal an, das hat sich richtig gelohnt. Und nochmal zwei Büsten dazu. Oh Gott, jetzt kommt's. Na, was kriegst du? Menschenhasse. Okay, ich verstehe dich, mein Freund. Und die haben dich auch noch krank gemacht, die Säcke. Und du bist ausgeglichen. Widerstand gegen Bewegen. Ist jetzt nicht das Schlimmste für dich. Aber es ist ja auch nicht das Beste, ne? A wash in blood and delusion. He bears the burden of a thousand lifetimes. Okay. Einige glauben, dass nur eine Unmenge an Blut und Leid die Krankheit im Land heilen kann. Hier ist jemand, der seinen Teil dazu beiträgt. Nämlich ein Flagellant. There is power in the Wenn ich richtig liege. For those with the fortitude to pay the price. Sehr gut. Okay, du bist kein Kleptomane mehr. Das ist hilfreich. Sydney ist tatsächlich ein Flagellant. Und der Gute heißt... Na? Chinya Chi. Sehr schön. Du bist besessen vom Töten. Kann ich dir nicht übel nehmen. Und du bist ein Walderforscher. Sehr gut. Was kannst du eigentlich? Du kannst bestrafen. Bring den Gegner zum Bluten für ganz schön viel Schaden. Okay. Trauerregen für hinten. Und die auch zum Bluten, natürlich. Wenn du weniger als 50% HP hast, kannst du die Gegner nochmal richtig zum Bluten bringen und dich damit selber heilen. Wow. Oder bringst du dich dann selber zum Bluten? Müsste man ausprobieren. Du kannst jemanden heilen und dich damit selber zum Bluten bringen. Klingt jetzt nicht so hilfreich. Und du kannst bei unter 50% HP dich super viel heilen nochmal und nochmal mehr heilen. Wow. Okay, ich sehe schon, du bist ein lebensmüde. Du bist jemand, der die ganze Zeit unter 50% HP sein möchte und dann richtig reinhauen möchte. Und leiden. Markierung des Ziels aufheben, Bluten übertragen. Okay. Ich verstehe das. Nicht schlecht. So, haben wir jetzt was freigeschaltet? Nein. Nein. Okay, aber was wir brauchen... Definitiv nicht dieses da. Aber wir stellen mal mehr Heldenunterkünfte auf. Holen uns definitiv mal den Grabräuber ran. Einfach, dass wir einen haben. To those with a keen eye. Gold gleams like a dagger's point. Sind Grabräuber diejenigen, die einem passiv mehr Möglichkeiten geben, Geld mitzunehmen? Sind Archäologen, glaube ich, ne? Könnte aber trotzdem interessant sein. So, ist im Kloster. Was macht denn der Mensch? Warum ist der... Okay. Der ist seit der ersten Folge ist der Mensch im Kloster in der Gebetshalle und beansprucht die für sich.
Wie gestresst ist der Mensch? Ich kann meinen lieben Kreuzritter Reynold immer noch nicht benutzen. Jetzt muss ich echt Reynold hier hinpacken und dafür sorgen, dass er nicht mehr gottesfürchtig ist, nur weil der Verwalter seit Anbeginn der Zeit da drinnen hockt. Das ist ärgerlich. Ja, was brauchen wir hier? Wir bräuchten nur 15 und 38 davon. In der Schmiede bräuchten wir 20, 21 ist auch nicht so sexy. Hierfür fehlt natürlich 1. Okay. Aber na gut. So, unsere Schildbrecherin hat sich, glaube ich, das Upgrade verdient. Und unsere liebe Suki hat, glaube ich, schon, oder? Ne, hat sie nicht. Bekommt sie jetzt. Okay. Du da bekommst es natürlich auch. Gell. Du hast es dir auch verdient. Unser Ritter hätte sich es verdient, aber über den reden wir mal nicht. Der muss gerade seinen Glauben ausgetrieben bekommen. So. In unserer Gilde möchten wir... Was möchten wir? Anstatt der Erleuchtung würde ich gerne blendendes Licht mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Erleuchtung hat aber den Vorteil, dass es von weiter vorn gemacht werden kann. Okay, wir verschwenden jetzt darauf mal kein Geld. Stattdessen gehen wir einfach zu unserer Schildbrecherin und schauen, was wir hier upgraden können. Eins nach vorn, zweimal blocken, 3-3. Hä? Da wird ja gar nichts besser. Okay, verschwendetes Geld. Wird wahrscheinlich erst ab späteren Stufen sinnvoller. So, hier wird's präziser und macht mehr kritischen Schaden. Kann ich mit leben. Und hier wird es auch präziser, hat einen besseren kritischen Modifikator. Und macht ein bisschen mehr Gifttauchgrundwert. Ist auch okay. Bei dir, dich werden wir bald vielleicht wieder mitnehmen, können wir definitiv die beiden verbessern. Und die Gefechtsmedizin rein aus Prinzip könnten wir, oder wir ersetzen die, du bist ganz hinten, zum Beispiel durch den verwirrenden Knall. Der verwirrende Knall tötet alle Leichname. Klingt zum Beispiel sehr gut. Oder wir lassen nicht betäuben. Okay. Das ist sehr hilfreich und wir bleiben bei der Gefechtsmedizin, das ist okay. So, Shatti haben wir ja schon geupgradet. Die da haben wir geupgradet. Ihn hatten wir gerade. Gel. Hören wir mal das noch. Der Rest passt. Suki. Oh, Suki haben wir noch nicht. Bringt es beim Markieren was? Weniger Ausweichen auf den Gegner. Das ist okay. Das ist nutzlos. Das Leuchtsignal sollten wir wegbekommen. Stattdessen können wir mitnehmen entweder die Bola, um die Gegner zurückzustoßen, Schnellschuss, um schneller zu werden, oder aber Erstversorgung, um jemanden zu heilen im Notfall. Erstversorgung klingt sexy. Ich weiß, wir haben nicht mehr viel Geld, aber das kommt von allein.
Ich glaube an den Schnellschuss, weil man den von überall benutzen kann. Perfekt. So, aber jetzt sind wir ja ziemlich bankrott. Das heißt, nächstes Mal machen wir vielleicht eine... das ist jetzt gar nicht mal so intelligent gewesen, uns so bankrott zu machen, ne? Können wir nicht mehr so viel mitnehmen nächstes Mal. Wartet mal. Nur mal so testweise. Oh oh. Gut, die nächste Mission wird sehr interessant. Wir könnten ein kleines Problem haben. Ja, wir können nichts verkaufen. Wir könnten ein kleines Problem haben. Außer ich kann... Kann ich Sachen gegen Geld tauschen? Nee. Okay, man kann die aber untereinander tauschen, das ist auch hilfreich. Ja gut. Leute, wie es mit unserem mangelnden Geld weitergeht, werdet ihr aber beim nächsten Mal sehen müssen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich habe jetzt nicht daran gedacht, dass das passieren kann, aber kann es. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss.